Unberührt lässt dieses Kloster niemanden. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle bekehrt sind, wenn sie hier rausgehen, aber sie haben einen Eindruck davon bekommen, was es heißt, in so einem Kloster zu leben, weil wir erzählen ja auch von unserem Leben. Und wir sehen auch, wir bieten ja am Freitag nach der letzten Führung, laden wir ein zum Abendgebet, zum gesungenen Abendgebet der Vesper. Und da ist hier dieser Nonnenchor immer gut gefüllt. Hinter diesen Klosterstich-Arbeiten stand die Intention, liturgische Dinge zu schaffen, dekorative Teppiche, aber auch eben wurden diese Teppiche zur Wärmeisolierung gebraucht, denn hier ist es im Kloster im Winter bitterkalt. Die Motive hatten religiösen Hintergrund, wie Legenden oder Teile eben aus der Bibel. Oder aber die Tristan-Sage, das ist ja die Liebesgeschichte oder die Love-Story des Mittelalters. So etwas hat man natürlich auch genommen. Der Klosterstich war ja völlig in Vergessenheit geraten und wir versuchen ihn jetzt wieder zu beleben und zu erhalten. Und zwar sind wir richtig stolz darauf, dass wir über eine Ferienpassaktion Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren dafür begeistern konnten, die schon über 2 Jahre hier ins Kloster kommen und im Kloster sich stecken. Und die haben ganz eigenständige Vorstellungen und machen Entwürfe und sticken die dann im Klosterstich. Ich denke, dass seit der Reformation bis zum heutigen Tag hier man die Schätze gehütet hat. Und dieses Hüten hat den Ort auch lebendig sein lassen. Das größte Highlight ist einfach das Charisma dieses Raumes zu erfahren. Aber letztendlich, wer durch die Kreuzgänge geht, findet an jeder Ecke für sein Herz, für sein Auge etwas, wo man verweilen kann, wo man eine Freude entwickeln kann an den Zeugnissen der Geschichte. Und Wienhausen hat sie gehütet.